Hallo, hier ist Tor Alexander. Ich bin Autor von Dezentralen Geld und ich begrüße euch zum heutigen Podcast DeFi 301. Ja, hallo auch miteinander, Ralf Knobloch. Ich bin auch Mitgründer des Podcasts DeFi und mache sonst das Blockchain-Meetup Saxony. Und wir haben heute einen Gast. Ja, genau. Hallo, ich bin der Mario und ich bin auch wieder dabei. Ich erzähle heute hier noch ein bisschen was über DeFi. Und wir hatten uns gerade noch dazu unterhalten. Zum letzten Podcast hatten wir gesagt, wir brauchen zum Verschicken von Token gar keinen Smart Contracts. Und bei Ethereum brauchen wir zum Verschicken von ERC, den sogenannten ERC-20 Tokens, doch auch immer ein Smart Contract. Das nur als kleiner Nachtrag nochmal zum letzten Thema. Aber es kann halt Blockchain-Ökosysteme geben, wo es nicht einen Smart Contract bedarf, um das zu verschicken. Ralf, erklär doch mal die möglichen Anwendungsfälle für DeFi. Was fällt dir da Ja, alles so Schönes ein? also da fällt mir eines ein. Ich möchte mal sagen, DeFi, dezentralisierte Finanzen. Also einige Anwendungsfälle finden zum Beispiel dadurch statt, dass wir Dinge aus der analogen Welt tokenisieren, zum Beispiel durch sogenannte non-fungible Token. Non-fungible Token sind Token, die besondere Eigenschaften haben, also Unikate eigentlich tokenisieren. Das können sein, zum Beispiel Immobilien. Jede Immobilie ist anders als die andere. Oder es könnten auch sein, eine Tokenisierung, zum Beispiel Quadratzentimeter des Bildes eines Kunstwerkes von der Mona Lisa. Es könnten auch Beispiele sein für die Fahrpreise auf Kilometerbasis oder so etwas Digitalisiertes wie zum Beispiel die CryptoKitties oder dass man Pokémon-Karten vielleicht tokenisiert. Dezentrale Finanzanwendungen sind aber auch dezentrale Börsen, wo es darum geht, dass man Assets gegen Assets tauscht. Und ein weiterer Anwendungsbereich gibt es auch im Bereich der Hypotheken. Ein Beispiel dafür ist die MakerDAO, die mit einem Stablecoin arbeitet, DAI genannt. Ja, man kann dezentralisierte Finanzprodukte auch finden oder als dezentralisierte Finanzprodukte die standardisierte Kreditaufnahme und Kreditgewährung und das Ganze ohne manuelle Interaktion, ohne dass eine aufwendige Prüfung stattfindet. Das Vertrauen wird durch die Blockchain hergestellt. Es gibt auch eine gewisse Sicherheit, dass man sein Geld nicht sozusagen, dass das Geld nicht geraubt werden kann. Und ein weiterer Anwendungsfall ist das sogenannte Custody. Das nennen wir, das ist vergleichbar wie eine Depotverwahrung, wie ein physikalisches Schließfach, wo man zum Beispiel vielleicht Aktien hinterlegen kann, die wir heute in Deutschland zum Beispiel bei einem zentralen Unternehmen hinterlegen, Papieraktien oder eben Wertpapiere, aber digitale Assets, die repräsentiert werden durch Token in Form von Custody Services. In Deutschland sind diese sogenannten digitalen Asset Custody Service, also das Verwahrungsgeschäft, zulassungsnotwendig, das heißt, die BaFin dort erteilt Dienstleistern Lizenzen. Und im DeFi-Bereich können auch Geschäftslogiken abgebildet werden nach wenn, dann oder eben nach, was hat man ja schon mit den Smart Contracts, nach logischen Abläufen Entscheidungen getroffen werden, automatisiert. Das können zum Beispiel sein, Anwendungsfälle auch, wo sowas stattfindet. Dezentrale Exchanges, das heißt also nicht zentrale Exchanges wie zum Beispiel eine Coinbase, sondern wirklich auf der Blockchain verteilte in Form von Smart Contracts allein existierenden digitalen Börsen, Tauschbörsen. Ein weiterer Anwendungsfall zum Beispiel sind dann auch Atomic Swaps. Atomic Swap bedeutet, dass ein Token, ein digitaler Asset gegen einen anderen Token wirklich rudimentär getauscht werden. Und eine weitere Anwendung von Wenn-Dann-Geschäftslogiken gibt es auch bei Versicherungen, beziehungsweise also dass Versicherungen in Smart Contracts abgebildet werden und die zeitgesteuert, ereignisgesteuert
Auszahlungen oder auch Gewinnauszahlungen vornehmen. Und dazu gehört auch das zeitgesteuerte Sperren von Token, wenn man zum Beispiel Haltefristen, Sperrfristen hat. Und ich glaube auch, das Trading und Arbitraging gehört dazu. Aber das kannst du ja kurz mal erklären, was wir unter Arbitraging eigentlich verstehen. Genau, kann ich machen, Ralf. Und zwar Arbitrage ist eigentlich das Ausnutzen von Preisunterschieden auf verschiedenen Marktplätzen. Und durch die Digitalisierung kann man das schön mit Software machen. Und wenn man in so einem Blockchain-Ökosystem drin ist, kann man da auch entsprechende Smart Contracts im Zusammenhang mit einiger anderer Software laufen lassen. So, vielleicht mal möchte ich mal ein bisschen was zu den Hauptmerkmalen von DeFi sagen. DeFi beispielsweise benötigt keine Vermittler und auch keine Schiedsrichtertechniken. Der Code legt halt die Abläufe, entweder einen oder wenige Abläufe fest. Das ist halt so. Ich kann da nicht wie bei einem Vertrag alle möglichen Eventualitäten abbilden, sondern ich bilde halt die Hauptfunktionalität ab und vielleicht noch irgendwie ein paar Ausnahmen, die ich mir jetzt vorstellen kann, die eventuell häufiger vorkommen. Aber seltene Anwendungsfälle kann ich mit Code nicht abbilden. Das heißt aber auch, die Nutzer müssen dem Code vertrauen. Aber eine Prüfung ist halt nur durch gute Programmierer möglich. Rechtsanwälte und Gerichte können den Code nicht lesen, nicht verstehen. Und damit der Code auch, sagen wir, juristisch in die normale Welt Eingang finden kann, bedarf es halt noch normaler Verträge in der normalen Welt. Aber dazu werden wir ja auch mal jemanden einladen, der dazu mal ein bisschen mehr sagen kann. Wichtig auch, dass das dezentrale Finanzsystem kostengünstiger, schneller ist und auch, weil es dezentral ist, einfacher, trotz zentral gesteuerter Token. Das heißt, die Token, hatte ich ja schon im letzten Podcast erwähnt, werden ja meistens durch einzelne Personen oder eine Gruppe von Personen wird der Code erstellt, wird veröffentlicht und eine größere Gruppe von Leuten können diese Token dann nutzen, kaufen, tauschen, verschenken. Wichtig auch, das ist ein generelles, ist jetzt ein Vorteil, Nachteil, beides eigentlich, alle Regeln sind intrinsisch. Das heißt, einerseits, niemand kann gegen die Regeln verstoßen und hat aber auch einen Nachteil, dass niemand dagegen verstoßen kann. Das ist nämlich auch ein Nachteil. Wenn ich jetzt mit dem Auto an eine Ampel fahre, dann sagt die Regel ja, Ampel ist rot, halte an. So, und ich kann jetzt aber entscheiden, in der analogen Welt, halte ich jetzt wirklich an oder ist die Straße frei, ist nirgendwo Polizei und dann kann ich auch bei Rot über die Kreuzung fahren. Also ich könnte das, sagen wir mal so. Mhm. Bei einer Regel in einem Softwareprogramm, bei einer digitalen Regel, kann ich nicht dagegen verstoßen. Das ist wirklich digital, geht oder geht nicht. Also ist erlaubt oder ist nicht erlaubt in dem Fall. So, und was aber natürlich auch ein Vorteil ist von Softwareprogrammen, von Smart Contracts, auch von DeFi, für alle Nutzer gelten die gleichen Regeln. Das heißt, es gibt keine WIPs und es gibt keine Korruption, es gibt keine Benachteiligung oder Bevorteilung Einzelner und es gibt auch dadurch weniger Betrug. Betrug ist natürlich trotzdem möglich, weil derjenige, der den Code veröffentlicht, könnte ja noch irgendwie eine Hintertür mit eingebaut haben, aber die ist später dann auch auffindbar und dann droht halt der Ärger später. Aber das Risiko, dass da Betrug auftritt, ist halt sehr gering. Weiterhin durch die fortschreitende Entwicklung und Verbesserung der Oberflächen ist der Zugang zu DeFi für Personen, die kein Bankkonto haben, wesentlich einfacher. Und das wird auch als einer der Vorteile von DeFi, von Kryptowährung, von Digitalisierung mit herangeführt. Bankt, der unbankt, also gibt den Leuten ohne Bankkonto jetzt ein Bankkonto in der Blockchain oder im DeFi-Bereich. Wichtig auch, weil die Blockchains, auf denen DeFi läuft, global verfügbar sind, sind natürlich auch die Produkte, die Token global verfügbar.
Also das traditionelle Finanzsystem ist halt darauf angewiesen, dass die Vermittler Gewinne erzielen und ihre Dienstleistungen sind aber nicht überall angeboten an allen Standorten, sondern nur an Standorten, die sich finanziell auch lohnen. Und in DeFi, da DeFi global wirkt, kann natürlich auch die Dienstleistung der Produkte an allen Standorten global, weltweit, überall zu den gleichen Konditionen angeboten werden. So, was passiert, wenn DeFi sich durchsetzt? Ralf, willst du wieder was dazu sagen? Ja, ich hoffe natürlich, dass es sich durchsetzt und dass folgende Dinge damit dann als Ergebnis einhergehen. Also das Ergebnis aus meiner Sicht wird hoffentlich oder wird ein wesentlich offeneres Finanzsystem sein, was bedeutet, dass das Finanzsystem nicht von einigen großen, ja, multinationalen oder eben privaten Playern dominiert wird. Und ich glaube auch, dass es weniger Zensur und auch weniger oder keine Diskriminierung gibt. Diskriminierung hier gemeint, dass ansonsten, je mehr Geld du hast, umso leichteren oder besseren Zugang zu Finanzprodukten, die du nur bekommst, den du nur bekommst, wenn du sehr viel Geld hast. Das ist hier mit Diskriminierung gemeint im herkömmlichen Finanzsystem. Das wird hier so hoffentlich nicht stattfinden. Wir glauben auch, dass es große und zentralisierte Organisationen wenig bis gar keine Macht über die Open Source Community und den Einzelnen haben werden oder haben sollten. Ich glaube insbesondere durch die Automatisierung, dass das wesentlich effizienter alles ist. Wir brauchen nicht so viel Clearing-Prozesse, wir brauchen nicht so viele Menschen automatisiert, ohne manuellen Eingriff. Und ich glaube auch, dass sich DeFi auf den Aufbau von Finanzleistungen konzentriert, wo die traditionellen finanziellen und politischen Systeme noch besser voneinander getrennt werden können. Hier muss man dann schauen, aber ich glaube, das wird auch nochmal extra ein Podcast wert sein. Wird oder muss oder wie wird eine Regulierung des dezentralen Finanzmarktes, des DeFi, aussehen? Ich glaube, da stehen wir erst am Anfang, ob das möglich ist, wie es möglich ist. Aber dazu ein extra Podcast. Ja, genau. Mario, warum gibt es denn überhaupt DeFi? Oder was aus deiner Sicht, warum hat es sich bis jetzt so in den letzten 12 Monaten wie ein Brandbeschleuniger durchgesetzt und intensiviert? Ja, genau. Ich bin da. Genau, warum gibt es eigentlich DeFi? Danke für die Einführung. Also, wir alle wissen ja, es gibt in dem traditionellen Finanzmarkt die traditionellen Finanzdienstleistungen und wir alle nutzen sie. Jeder von uns hat ein Bankkonto, zumindest hoffe ich das. Jetzt ist mir mein Kopfhörer rausgefallen. Und das Problem an diesen ist ja, es ist ja sehr zentralisiert alles. Die enthalten alle den sogenannten Single Point of Failure, also alle einen Punkt, an dem das gesamte System kaputt gehen kann. Und auch alle enthalten in den zentralen Finanzdienstleistungen einen Intermediär, der, wie wir schon gesagt haben, sich immer seinen Gewinn aus dem System rauszieht. Und das große Ding, da haben wir was im letzten Podcast schon drüber gesprochen, es basiert alles irgendwo auf Vertrauen in das ganze System, dass alle Player, die daran teilnehmen, sich auch an die Regeln halten. Und deswegen ist DeFi jetzt in den letzten Monaten so stark explodiert, denn DeFi ist der Versuch, ein neues, dezentrales und vertrauensloses, offenes und demokratisches Finanzsystem aufzubauen, das dann auf Blockchain basiert. Und das Ziel am Ende ist, den Mittelsmann aus dem System rauszuschneiden und auszuschalten und die Macht an die Teilnehmer zurückzugeben. Also nicht nur Bank the Unbanked, sondern auch Power to the People. Und das ist das Ziel von DeFi, so wie ich das zumindest jetzt verstanden habe. Aber warum es natürlich jetzt in den letzten Monaten so ganz stark boomt, es ist ein wachsender Markt und man kann, wenn man, da kommen wir dann auch noch dazu, man kann eine Menge Geld machen damit, wenn man sich ordentlich anstellt.
Da muss ich aber kurz mal einschreiten, Sehr gerne. vertrauenslos. Ich bin der Meinung, vertrauenslos ist es nicht. Wir müssen halt in den Code vertrauen, aber wir müssen jetzt Ja. nicht mehr in irgendwelche Personen, Entitäten, Organisationen vertrauen. Es ist richtig, manchmal wird vertrauenslos genannt, aber wenn man es genau nimmt, vertraue ich jetzt in eine Maschine, in den Code, in die intrinsische Abarbeitung. Stimmt, das stimmt. Aber das Schöne an DeFi ist ja auch, es ist ja alles Open Source. Und wenn ich das Können dafür habe, dann könnte ich auch in den Code reingucken und muss nicht nur vertrauen, sondern kann nachprüfen, Richtig. was jetzt bei meiner Bank nicht so ist. Und du musst es nicht verwenden, du kannst dann alternative DeFi-Produkte auch nutzen, wenn es dir So nicht ist es. gefällt. So ist es. Mir persönlich fehlt leider das Wissen dazu, aber es gibt bestimmt Leute, die Smart Contracts so lesen können, dass sie es auch einschätzen können, ob sie denen genau vertrauen können. Ich glaube, im nächsten Podcast haben wir einen. Da freue ich mich drauf, aufs Zuhören. Genau. Dann kommen wir schon weiter. Ich habe über das traditionelle Finanzsystem gesprochen. Was, um mal einen kleinen Exkurs zu machen, was haben wir denn eigentlich für Bestandteile in diesem traditionellen System? Das sind derer 6 Stück. Das ist zum einen das Geld. Auch darüber habt ihr beiden schon gesprochen. Das sind in dem Fall, habe ich jetzt mal gesagt, einfach der Dollar und der Euro und viele andere Möglichkeiten. Wer dazu was hören will, kann sich gerne den zweiten Teil, den zweiten Podcast anhören. Wir haben die Finanzinstrumente, das sind sozusagen Aktien, Hypotheken oder Versicherungspolicen. Als dritten Bestandteil hätten wir dann die Finanzmärkte. Das ist in meinen Augen dann der Aktienmarkt oder zum Beispiel der Anleihenmarkt. Auch hier wieder viele weitere Beispiele. Wir haben als Teilnehmer am System noch die Finanzinstitute in Form der Banken, Versicherungen oder großer Stock Exchanges, wie zum Beispiel in New York oder in Frankfurt. Wir haben noch als Player Aufsichtsbehörden. Das ist bei uns in Deutschland die BaFin oder in den USA zum Beispiel die SEC. Und wir haben die Zentralbanken als letzten großen Player in dem ganzen System. Bei uns die EZB oder die Fed in den USA. Und wenn wir jetzt die 6 Teile des traditionellen Systems gesehen haben, dann können wir uns ja auch mal anschauen, wie DeFi das plant zu machen. Da haben wir noch 4, aber da komme ich gleich dazu, was wir nicht mehr haben. Auch in DeFi haben wir weiter Geld, in der Form jetzt dann nicht mehr die Euro und die Dollar, sondern wir haben ja dann den Bitcoin, den Ethereum oder verschiedene Stablecoins. Auch dazu wird bestimmt noch mal was gesagt werden. Nee, du Wir kannst haben mal aber. kurz definieren, was ein Stablecoin ist. Sehr gut. Okay, Stablecoins zum Beispiel, der Ralf hatte schon über die MakerDAO gesprochen. Die MakerDAO gibt einen Coin raus, der ist immer soll immer 1 Dollar wert sein. Und das wird durchgeführt, indem dem Protokoll der MakerDAO Ethereum zur Verfügung gestellt wird, welches dieser Smart Contract verwaltet und auf der Grundlage dann einen algorithmisch auf 1 Dollar festgesetzten Coin herausgibt. Es gibt verschiedenste Modelle von Stablecoins, die mehr oder weniger gut funktionieren. Auch da aufpassen, welchen man benutzt. Also ich denke mal, Merkmal der Stablecoins ist meistens, nicht immer, aber meistens, dass die entweder 1 Euro, 1 US-Dollar irgendwie versuchen, 1:1 abzubilden. Genau, Also genau. ein Stablecoin, da gibt es Tether oder USDC oder wie sie auch immer heißen, die haben versuchen halt 1 Dollar wert zu sein. Nur ist es ja so, dass auch Stablecoins immer mal ein bisschen um ihren Stable-Wert schwanken. Jetzt die Frage, könnte ein Stablecoin oder wann würde ein Stablecoin denn, ich sag mal, kaputt gehen, also nicht mehr seinen Wert halten können? Also ich habe das nur letztes Jahr, vor 2 Jahren mitbekommen, da war Tether plötzlich eine Weile lang nur 80 Cent wert. Das liegt dann daran, wenn, es kommt immer darauf an, bei Tether ist ein spezielles Beispiel jetzt. Da ist ja, die sagen, sie hätten irgendwo in der Bank 1 Dollar liegen für jeden Tether. Es kommt immer darauf an, wie gut die Herausgeber des Stablecoins es schaffen, die Nachfrage und das Angebot an zu verkaufenden Tethern gerade am Markt so zu halten, dass es auch immer 1 Dollar wert ist. Hast du jetzt ein bestimmtes Beispiel, auf das du raus wolltest, Ralf? Nein, kein Beispiel, aber die Frage ist jetzt eben, nehmen wir an, die Nachfrage wäre nicht mehr da. Würde dann dieser Stablecoin eventuell in sich zusammenfallen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde aber auch sagen, nein, ja. Der Punkt bei den Stablecoins ist, bei Tether speziell, Peter hat dann die Regeln mal geändert und sagt dann, sie haben entweder einen Dollar hinterlegt oder irgendwas anderes, was ein Dollar wert ist. So, und das, was die Stablecoins sind, ist eigentlich wie Chiralgeld. Das heißt, die drucken eigenes Geld und ich habe mit dem Stablecoin habe ich ein Anrecht auf echtes Geld, sage ich mal, auf US-Dollar oder auf, keine Ahnung was, auf Bitcoin. Gibt es ja auch Stablecoins, die so und ich denke mal, aber dieses Fass mit Stablecoins können wir ein andermal aufmachen. Da hatte ich auch ein bisschen was mal in meinem Buch geschrieben, das Geschäftsmodell hinter den Stablecoins. Und das ist halt auch eine recht interessante Geschichte, aber ich denke, das wird uns jetzt hier zu weit führen, wenn wir das ausdiskutieren. Also eine gute Frage. Da werde ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Mach mal weiter mit deinen vier Bestandteilen. Ja, genau. Mario, wir haben dann noch das Geld. Genau, wir haben das Geld, das haben wir jetzt abgearbeitet. Wir haben aber auch noch Finanzinstrumente. Weiterhin haben wir Finanzinstrumente natürlich im DeFi-System. Auch da haben wir weiter Aktien, Hypotheken und Versicherungspolicen. Das ist alles gerade am Wachsen, das in DeFi mit abzubilden. In welcher Form ist das in DeFi? In Form von Token. In Form von Token. Und auch, also Versicherungsprotokolle gibt es dann. Ich habe mir da noch nicht genauer reingeschaut, aber da ist ganz, das ist ziemlich am Brodeln und da kommt ganz schön viel Neues dazu. Mhm. Ja. Auch haben wir weiter noch die Finanzmärkte. Da sehe ich jetzt den Kryptomarkt als Ganzen an. Und auch Finanzinstitute haben wir weiterhin. In DeFi generell jetzt die DEXs sozusagen, die dezentralen Börsen. Aber zurzeit brauchen wir auch noch die sogenannten ZEXs mit C, die zentralen Börsen, denn noch kann man nicht einfach Euro in seinen PC reinschieben und es kommt Ether raus. Man braucht einen Punkt, an dem man das sogenannte Fiat-Geld in das DeFi-System reinbringt und da brauchen wir noch die ZEXs. Aber ich bin gespannt, was sich die DeFi-Programmierer dafür in Zukunft einfallen lassen. Es gibt aber schon dezentrale Börsen, wo du auch Fiat in Krypto rein oder Fiat gegen Krypto tauschen kannst. Ja, genau, da kommen wir dann noch dazu, Thor, haben wir drüber gesprochen. Da gebe ich den Ball nochmal an dich zurück dann in den nächsten Folien. Jetzt haben wir ja gesagt, wir haben nur vier Bestandteile, irgendwas aus dem alten System muss ja fehlen und da gibt es einfach keine Regulierungsagenturen und keine Zentralbanken mehr. Und das wird eine Herausforderung. Der Ralf hat es ja schon gesagt, wie regulieren wir DeFi? Das wird spannend in den nächsten Jahren. Das wird auf jeden Fall ein schönes Thema werden. Mal schauen, ob das geschafft wird. Genau. Ja, was sind denn nun eigentlich, nachdem wir das, warum es DeFi gibt, geklärt haben, was sind denn eigentlich die Vorteile von den dezentralen Strukturen in DeFi? Das ist in meinen Augen ganz klar, die Token- und Geldmengenerweiterung, die ist transparent. Wir haben gesagt, alles ist Open Source, man kann in den Code gucken und wir wissen genau, wie viele Bitcoin gestern entstanden sind zum Beispiel oder wie viele Ether in der letzten Stunde entstanden sind. Ich habe mal geschaut vorhin, ungefähr sagt man zurzeit entstehen pro Tag 900 Bitcoin, aber ich weiß es nicht, vielleicht wisst ihr es beide, wie viel Euro hat denn die EZB gestern gedruckt? Viele, da sind wir uns einig, das stimmt, genau. Also Vorteil, wir können den Playern, die im DeFi teilnehmen, können wir auf die Finger gucken und das ist eben das, die Regeln sind klar, es ist Open Source, es ist dezentral, genau. Es gibt keinen zentral gesteuerten Zins, wie auch, wir haben ja keine Zentralbank und ganz, ganz gut noch, die Spielregeln, die in den Smart Contracts stehen, die sind fest. Die können nicht einfach mitten im Spiel geändert werden. Und wenn doch, Thor, möchtest du dazu vielleicht was sagen? Ja, klar, weil wir haben halt den Wettbewerb der Währung, auch der Token. Das heißt, falls doch mal irgendwie der Kreierer eines Smart Contracts, oder eines Tokens sagt, ja, der alte Token ist jetzt nicht mehr gültig, ihr müsst den umtauschen in einen neuen Token, dann wird natürlich auch das Vertrauen in diesen Emittenten verloren gehen und die Leute werden sich dann anderen Token, anderen
Münzen oder was auch immer zuwenden. Das gab es in der Krypto-Szene schon einiges durch Forks von Bitcoin. Und diese geforkten Bitcoin, da kommen wir vielleicht später noch dazu, was das ist, die haben halt wesentlich weniger Reputation als der echte Bitcoin. Das heißt, wenn die Regeln geändert werden, dann führt das immer zu Problemen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich nicht so ein großer Ethereum-Fan bin, weil die Ethereum-Leute am Anfang ihrer Blockchain da eine Sache gemacht haben, die ich nicht so toll finde. Aber denke mal, da werden wir auch nochmal in künftigen Podcasts mit dem maßgeblich Beteiligten versuchen, mal darüber zu reden. Das wird sicher ganz spannend. Da werde ich auch reinschalten. Das höre ich mir auch an. Mhm. Genau. Also, um es mal zusammenzufassen, sozusagen, warum, was jetzt eigentlich die Vorteile sind. Es klang schon an. DeFi ist offen, global, neutral, zensurresistent, unveränderlich und auch transparent. Und das klingt für mich alles nach ziemlich großen Vorteilen. Das klingt auch nach den Kriterien für eine Kryptowährung. Und ich denke mal, es ist auch nicht verwunderlich, weil DeFi ja auf Kryptowährungen basiert. Und deswegen werden diese Eigenschaften von Kryptowährungen natürlich auch auf den DeFi-Bereich mit übergestülpt. Ja, genau. Genau. So, welche Ökosysteme, Mario, erzähl mal, welche Ökosysteme erlauben denn oder könnten denn DeFi erlauben? Es gibt, es gibt die Ökosysteme, die behaupten, es zu können. Es gibt die Ökosysteme, die wollen es gerne können. Ich benutze zurzeit, wenn ich mit dem Ganzen ein bisschen spiele, Ethereum. Ethereum hat einfach das größte Landscape, was DeFi gerade angeht. Es ist das dezentralste von den bisherigen Systemen und in meinen Augen das DeFi-ste der DeFi-Systeme. Aber wir haben auch noch die Binance Smart Chain natürlich, obwohl das geht dann schon wieder weiter. Aber in meinen Augen ist es kein DeFi, sondern es ist ein 21-Node-Finance, denn die haben nur 21 Nodes, nicht viel Dezentralisierung, aber genug dazu. Wer steckt unter der Binance Smart Chain? Vielleicht erwähnst du das noch. Die Binance Smart Chain, das im Namen, das ist Binance und das ist der sogenannte CZ. Der wird immer nur CZ abgekürzt. Der hat auch einen Namen. Worauf ich hinaus wollte, hinter der Binance Smart Chain steckt eine sehr, sehr große, erfolgreiche Kryptobörse. Eine zentrale Kryptobörse, die ihren eigenen Token, den sie am Anfang hatten, zu einem Coin gemacht haben, also zu einer eigenen Blockchain. Und diese eigene Blockchain versucht halt natürlich den Erfolg von Ethereum zu kopieren und ein paar Sachen anders zu machen. Dieses mit dem Kopieren, das merkt man ganz stark. mal schauen, wie lange das läuft. Aber die hatten übrigens... Mit Binance haben wir nächste Woche auch nochmal Kontakt mit unserem Gast, weil der mit denen oder von denen halt auch was bekommen hat. Ja. Binance, nur nebenbei, hatte vorgestern auch seinen ersten großen Hack in einem der DeFi-Protokolle. Da sind ungefähr 21 Millionen Dollar verloren gegangen. Auch das ist immer, DeFi sind auch viele Hacks, aber da kommen wir noch dazu. Auch Polkadot haben wir noch als Ökosystem. Wir haben Solana, heißt die Blockchain. Wir haben die Tron-Blockchain. Wir haben EOS, Cardano, Ethereum Classic und zu viele zum Aufzählen. Alle wollen DeFi machen. Es ist heiß, das Thema. Und natürlich versuchen so alle Chains von sich sprechen zu machen. Du hast ja vorhin gesagt, Mario, dass du ein bisschen spielst. Aber eigentlich verdienst du doch Geld damit, oder hoffentlich. Es ist bei den derzeitigen Transaktionsgebühren, die es bei Ethereum ist, bleibt es leider nur bei Spielbeträgen, die da am Ende rausfallen, genau. Aber ist doch Geld verdienen möglich. Es ist Geld verdienen möglich, genau. Man braucht, je mehr Zeit man investiert und je risikoaffiner man ist, desto mehr und je mehr Kapital man hat, mir fehlt es vor allen Dingen am Letzteren. Umso mehr Geld kann man auch generieren damit. Sagen wir so, umso mehr Krypto kann man generieren und das dann in Geld umtauschen.
Also ist auch hier wieder, wo viel ist, kommt immer noch mehr hin. So ist es. Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Können wir genau so sagen. So, und da kommen wir schon, was ist eigentlich sozusagen möglich in DeFi, haben wir schon gesagt gerade, Geld verdienen, aber hier in Form von passivem Einkommen, zum Beispiel durch Staking und Mining, da wird der Tor uns noch was dazu erzählen. Wir können aber auch Geld leihen und verleihen und wir können auch Geld sogenannt farmen, das ist der größte, der neue heiße Begriff seit dem letzten Sommer, komme ich noch drauf. Wir können aber auch dezentral traden. Wir haben auch Oracle in DeFi, auch ganz wichtig. Da kommt auch der Tor nochmal dazu. Und generell, wie ich es schon am Anfang anklingen lassen habe, es gibt alle möglichen Finanzprodukte in DeFi, die es in der echten Welt gibt, werden langsam gebaut und werden noch kommen. Und es kommen bestimmt auch viele neue Sachen dazu, die es so in der zentralen Welt bisher gar nicht gibt, die wir uns jetzt nur noch gar nicht vorstellen können. Ich bin gespannt. Genau. Nachdem wir das dann sozusagen uns angeguckt haben kurz beziehungsweise besprochen haben, versuche ich jetzt mal ganz kurz zu erklären, wie denn das Geld borgen und verleihen in DeFi eigentlich funktioniert. In dem Ethereum Landscape, also in dem Ethereum-Bereich wird ja viel Englisch geredet und wenn man das liest, dann heißt das sozusagen Borrowing und Lending. Das funktioniert natürlich alles vollautomatisiert. Wird ermöglicht durch sogenannte Liquiditätsprotokolle. Man ergibt also Assets in ein Smart Contract, in ein sogenanntes Liquiditätsprotokoll. Man verleiht es sozusagen an das Protokoll und das Protokoll gibt einem dafür einen Zins, eine Rendite, eine sogenannte APY. Das ist ein übers Jahr gerechneter Prozentsatz, der aber auch flexibel ist. Es gibt aber auch schon unflexible Zinssätze. Aber das kommt in den fortgeschritteneren Teil. Also mit flexibel meinst du schwankt und unflexibel meinst du festen Zinssatz, ne? Genau, schwankende Zinssätze und feste Zinssätze, genau. Genau, diese Liquiditätsprotokolle, die ermöglichen es dann dem Nutzer auch Kredite zu nehmen. Jetzt ist das Problem, im zentralen System, in dem wir gerade leben, geht man zu einer Bank, holt sich einen Kredit und die weiß, mit wem sie es zu tun hat. Die weiß genau, wie viel Geld sie einem geben kann, denn die weiß, man hat ein Haus zum Beispiel, man hat das und das Einkommen und darauf berechnen die einem dann die Kreditzinsen beziehungsweise wie viel Kredit man bekommt. In DeFi nicht ganz so möglich, also muss man einen größeren Pfand dem Protokoll zur Verfügung stellen, als man am Ende vom Protokoll ausgezahlt bekommt. Mach mal ein Beispiel. Also man spricht dann vom sogenannten Loan-to-Value-Ratio. Ich gebe jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass Ethereum $1,000 kostet gerade, gebe ich dem Protokoll ein Ethereum zur Verfügung. Und das Ethereum, haben wir vorher schon besprochen, gibt mir dann zum Beispiel zwischen 500 und 800 DAI, um mal nochmal auf die MakerDAO zurückzukommen, und zahlt mir 500 bis 800 DAI, die ja ein Stablecoin sind, also $500 bis $800 aus. Genau. Ja, genau. Dadurch, dass es alles so schön dezentral ist, beseitigt das im Prinzip Barrieren beim Zugang zu Kapital. Also auch Leute, die normalerweise von einer Bank keinen Kredit bekommen würden, aufgrund ihrer persönlichen Situation, können von dem Liquiditätsprotokoll einen Kredit bekommen, solange sie denn ein Kryptoasset zur Verfügung stellen können. Was wertvoller ist. Was wertvoller ist, genau. Hm. Genau. Was passiert, wenn der Wert des Kryptoassets sinkt? Ja, dann ändert sich die Kollateralisierung sozusagen, nennt sich das. Dann kann es passieren, wenn, wie ich habe gesagt, zwischen 50 und 80, wenn jetzt der Preis in unserem Beispiel von Ethereum auf $400 fällt und ich unternehme nichts, dann kann es sein, dann wird das Protokoll, weil ja dann nur noch 40% kollateralisiert ist, wird das Protokoll mein Ethereum am Markt verkaufen, um wieder das Cash, was es mir geborgt hat, wieder sich zurückzuholen. Ich kann dann mein Geld behalten, aber habe dann meine Kryptowährung natürlich verloren, weil ich es nicht geschafft habe,
mein Loan-to-Value-Ratio in den vom Protokoll vorgegebenen Prozentsätzen zu halten. Also, wer sowas macht, immer schön aufpassen. Das heißt also, wenn Kursschwankungen oder eine Kursabstürze passieren, dann ist das Risiko, dieses Beispiel, was du erklärt hast, doch relativ hoch, dass so etwas passiert, dass du Wert verlierst. Ne? Das stimmt. Deswegen arbeiten die meisten Protokolle schon direkt mit den 50-80%, weil das sind schon massive Kurseinbrüche, die da passieren müssen. Aber trotzdem, wer das macht, muss hinterher sein. Also der sollte nicht einfach sein Krypto weggeben und dann nicht mehr auf den Ethereum-Preis, sondern ab da sollte man immer ein Auge auf den Ethereum-Kurs haben, wenn man sein Ethereum zum Beispiel verliehen hat. Du hast vorhin ein Wort zwei, dreimal benutzt, Kollateralisierung. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen für Deutsche erklären, was das bedeutet? Ich würde das als Pfand jetzt, was würdet ihr sagen, als Pfand bezeichnen. Ich gebe sozusagen dem Protokoll ein Ethereum als Pfand hin und kriege dann die Dollar wieder aus dem Protokoll raus. Verstehe ich das so richtig? Würde ich dem so zustimmen. Ich wollte aber nochmal das Beispiel ein bisschen erklären. Du hast vorhin gesagt, ein Ethereum steht bei 1.000 Dollar. Ich kriege jetzt von mir aus, sag mal, 500 DAI dafür. Das heißt, nur 50% des Wertes bekomme ich jetzt DAI, also diesen Stablecoin, der 1 Dollar wert ist. So, und in deinem Beispiel ist Ethereum auf 400 Dollar gesunken. Ja. Und so wie ich das verstehe und kenne, wird meine Ethereum, die ich hinterlegt habe, wird nicht erst bei 500, also bei 400 verkauft, sondern das wird bei 50%, also bei 500 und ein bisschen schon verkauft. Genau. Das Protokoll fängt also, je weiter der Kurs fällt und je weiter sich der Prozentsatz der Kollateralisierung, mir fällt leider kein gutes deutsches Wort ein, Ralf, wenn dir ein gutes einfällt. Der Pfandbesicherung. Wenn die Pfandbesicherung sozusagen anfängt, unter einen bestimmten Wert zu fallen, fängt das Protokoll schon an, mein Ethereum zu verkaufen. Genau. Wenn ich nicht nachschieße Ethereum. Also ich kann natürlich auch Ethereum nachgeben, damit ich immer den Prozentsatz wieder weiter halte. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass diese Nachsicherung, diese Nachschießungsfunktion zu erwähnen und zu erklären. Also kannst du schon dem Risiko, ich sag mal, ein bisschen vorbeugen. Natürlich, wenn du wieder nachschießt, steigt auch wieder dein Risiko, dass du noch mehr Geld los sein könntest. Genau. Aber um Währungsschwankungen abzufedern, Kryptowährungsschwankungen gemeint, könnte das dazu führen, dass du am Ende hoffentlich dann doch meistens als noch glücklicherer Gewinner von Geld, Kryptogeld, dann aus dem Ring trittst. Das wäre zu begrüßen. Wir alle hoffen ja, also wir drei und ich denke auch viele der Zuhörer hoffen ja, dass die Werte weiter steigen. Deswegen, dass wir am Ende alle Gewinner sind. Und ich denke auch, dieses Prinzip ist ja für Grundlage einer wundersamen Geldvermehrung, ich glaube, Richtung Farming, ne? Was du nachher auch noch erklärst. Genau. Wir brauchen diesen Baustein, um am Ende auch Geld farmen zu können, beziehungsweise Kryptos farmen zu können. Ich da auch noch eine Ergänzung machen muss mit dem Nachschießen. Das Nachschießen, da muss ich natürlich auch das Geld dafür haben. Ne? Also ich habe mir jetzt gerade so ein Ethereum zusammengekratzt im Beispiel und jetzt fällt der Ethereum-Preis auf 520 Dollar. Und da müsste ich jetzt gucken, wo ich denn da nochmal ein bisschen Geld herbekomme, um das Ethereum zu stützen. Theoretisch könnte ich ja die DAI hernehmen, die 500, wenn ich die noch hätte, und davon wieder Ethereum kaufen. Genau, das machen auch viele. Und das ist auch das, schon mal vorweggenommen, das, was die Farming-Protokolle am Ende machen. Aber da kommst du ja nachher noch dazu. Da komme ich nachher noch drauf. Aber das Leihen von Geld ist jetzt nicht für denjenigen gedacht, der ein Ethereum in seiner Wallet-Anwendung hat. Das ist für, zurzeit wird das viel von großen Tradern benutzt, beziehungsweise wenn man jetzt ganz viele Kryptos hat oder man ist so, es gibt ja auch, ich kenne auch Leute, die haben sind komplett haben komplett ihr Bankkonto gegen Bitcoin oder Ethereum getauscht und seine Miete kann man nun mal noch nicht mit Bitcoin bezahlen.
diesen Leuten gibt es dann die Möglichkeit, sich Geld zu leihen, dass sie ihre Kryptos nicht verkaufen müssten, sondern sie könnten es eben verleihen an das Protokoll und so weiterhin die Macht über ihr Krypto behalten. Genau. Nochmal zu den Zahlen ganz kurz. Also beim Verleihen seiner eigenen Währung gibt es zurzeit Renditen zwischen 0-10%, habe ich daraus gesucht. Und wenn man einen Kredit haben möchte von dem Protokoll, dann ist das zwischen 0-25% zurzeit. Auch diese Zahlen, wie gesagt, die ändern sich immer und das ist auch nur, geht auch nur für eines dieser Protokolle, das nennt sich AVE. Über die verschiedenen Protokolle gibt es natürlich verschiedene Prozentsätze. Genau. Ein Thema was zum Farming. Ich hatte es ja eben schon angesprochen. Ja, Farming ist dieses neue heiße Ding. Auch das durch Smart Contracts ermöglicht und ist im Prinzip durch Smart Contracts automatisiertes Borgen und Verleihen. Also sprich, dass den Punkt, den wir gerade besprochen hatten, der wird jetzt einfach nicht mehr von mir per Hand gemacht, sondern ich gebe einem Smart Contract ein Krypto-Asset zur Verfügung und der macht das automatisiert. Es sind sogenannte, also man kann jetzt sagen, es sind wie komplexe Strategien und diese generieren mir Renditen. Und wie machen die das? Über algorithmische Berechnungen finden die immer die besten Protokolle mit den besten Renditen und bewegen sozusagen durch den Crypto-Space, durch verschiedene Protokolle hinweg das ihnen zur Verfügung gestellte Kapital, um Geld zu generieren. Aber was passiert denn? Die Algorithmen sind alle mal sehr ähnlich und alle mal sehr gleich und sehr schnell. Und wenn alle nur immer die Besten nehmen, dann gibt es ja auch Verlierer, wie das so ist. Was passiert denn damit dann? Es gibt natürlich, Geld ist ja nie weg, das hat immer nur jemand anders. Es gibt auch da Verlierer und da muss ich nochmal dazu sagen, dieses Farming ist ganz jung, zumindest für den Kryptobereich und auch so, ein ganz junges Unterfangen noch. Und es sind mit diesem Farming natürlich erhebliche finanzielle Risiken involviert. Und ist nur für fortgeschrittene Nutzer empfohlen. Denn man muss hier, wie wir das schon gesagt haben, dem Smart Contract vertrauen. Es gibt genug Fälle, in denen die Programmierer von diesen Smart Contracts Code-Schnipsel eingebaut haben, mit die es ihnen ermöglichen, sozusagen das Geld aus dem Smart Contract sich auch hinauszuklauen und somit den Benutzern wegzunehmen. Und worauf du hinaus willst, ja, schlecht programmierte Strategien verlieren Geld. Und deswegen ist das Schöne an diesen Strategien, an den Farming-Strategien, wir haben ja in Krypto auch die sogenannte DAO, vielleicht redet ihr in einem folgenden Podcast nochmal darüber, die Strategien, die können von der Krypto-Gemeinde nicht nur vorgeschlagen werden, sondern die Krypto-Gemeinde wählt auch diese Strategien. Und da werden natürlich immer nur die ertragreichsten Strategien herausgesucht. Ja, genau. Ich sage da nochmal dazu, dass das Ganze ist nur geeignet durch die derzeitigen Transaktionsgebühren ist es eigentlich nur geeignet für Personen mit einem hohen Kapital und auch mit einer sehr, sehr hohen Risikoaffinität. Ich selber habe es jetzt am Mittwoch das erste Mal gemacht und habe es mal jemandem gezeigt. Es war wahnsinnig teuer, anzufangen zu farmen und die Hände sind schon ganz schön wackelig geworden. Ich hoffe, dass da in dem Punkt das alles noch einfacher wird und die Sicherheit steigt. Genau. Jetzt habe ich ja schon vorhin zu den Renditen von dem händischen Lending und Borrowing geredet. Viele Farming-Protokolle holen einem zwischen 0 und jetzt die Zahl ist schon wieder alt, zwischen 0 und 200.000% pro Jahr Rendite. Und wer die Nummer hört, der kann sich selber einschätzen, wie beständig diese Zahl sein kann. Also das ist
dass da die Leute, die Programmierer dieser Protokolle, die locken ihre Kunden bzw. die Nutzer an mit diesen hohen Zahlen, aber das hält sich alles nicht. Also das ist nicht zu empfehlen, sowas mitzumachen und sich da von den Zahlen in das Farming locken zu lassen. Also was du meinst, die 200.000% ist nur eine Hochrechnung, die jetzt momentan jetzt in dieser Sekunde sichtbar ist und morgen kann sich das dann auch wieder geändert haben, richtig? Genau, genau. Und da hatte ich letztens auch noch eine gute Anmerkung bekommen. Viele dieser Farming-Protokolle zahlen ihren Kunden ja keine Stablecoins aus, sondern die für das Ökosystem geltende, den für das Ökosystem des Farming-Protokolls geltende Token. Also man bekommt am Ende kein Geld rausgeworfen, zumindest noch nicht. Auch da gibt es schon neuere Protokolle. Diese 200.000er, das kommt damit zusammen, dass man einen Token in Form, Pancake-Swap heißt es zum Beispiel auf Binance, da kriegt man einen Pancake-Token und dadurch, dass dessen Preis auch noch steigt, weil die Leute den auch anfangen am Markt zu traden, bekommt man dann diese Mondnummern von 200.000% im Jahr. Genau. Ja, Thor, dann erzähl uns doch mal bitte was zum Mining noch. Ja, also Mining werden jetzt die meisten wahrscheinlich nicht zu DeFi mit hinzurechnen. Ich denke aber schon, dass man es als Basis mit erwähnen sollte, um zu zeigen, wo DeFi halt herkommt. Und du hattest am Anfang auch passives Einkommen und eine einfache Form von passivem Einkommen mit dezentralen Kryptowährungen, mit dezentralen Blockchain zu erzielen, ist Mining. Und ich habe das mal versucht, einfach zu definieren. Mining ist passiert halt, oder generell anders ausgedrückt, Blockchain-Netzwerke basieren auf Vertrauen in Code und Rechenleistung. So Transaktionen werden in Blöcken gebündelt und veröffentlicht. Und ein Großteil der Rechenleistung wird als Arbeitsbeweis, das nennt man im Englischen Proof, und bei Bitcoin heißt es Proof of Work. Also Proof of Work ist dann der Arbeitsbeweis. Und ein kleinerer Teil dieser Rechenleistung wird nur zur Überprüfung, zur Verifikation der Transaktionen verwendet. Und Zweck dieses Arbeitsbeweises, da gibt es zwei Hauptgründe. Einer ist natürlich Spamschutz. Und ein weiterer Grund ist die Steuerung der Blockzeit. Das heißt, bei Bitcoin, bei anderen Kryptowährungen, bei Ethereum ist das genauso, gibt es Blöcke, bei Bitcoin alle 10 Minuten, bei Ethereum sind es, glaube ich, alle 14, 15 Sekunden. So, und um diese Blockzeit zu steuern, muss ich halt mehr oder weniger schwere Arbeit verrichten und durch die neue Blöcke wird auch neues Geld kreiert. Und der Erste, der so einen neuen Block quasi kreiert oder findet oder errechnet, der bekommt halt die komplette Blockbelohnung, also das neu zu kreierende Geld plus logischerweise auch die Transaktionsgebühren. Also die Motivation zu meinen ist halt einerseits die Belohnung, die Bezahlung in neuen Münzen und das Einbehalten von freiwillig gegebenen Transaktionsgebühren. Und dann fragt man sich, ja, warum sollen denn die Nutzer Transaktionsgebühren überhaupt bezahlen, wenn es denn theoretisch auch kostenlos ist? Der Punkt ist, wenn viele in den nächsten Block rein wollen, dann müssen sie halt hohe Transaktionsgebühren bezahlen. Und wenn sie knausrig sind, dann kann es halt auch mal dauern, dass eine Transaktion 3, 4 Tage oder bei mir ist jetzt mit einer Bitcoin-Transaktion passiert, die habe ich 2 Wochen gebraucht, bis die bestätigt wurde. Es war mir aber egal, weil ich halt sparsam war mit den Transaktionsgebühren. Das Mining selber ist natürlich auch wichtig fürs Netzwerk, weil einerseits die Miner kontrollieren, inwieweit die Regeln, also wie Geld, wie Werte verschoben werden dürfen. Also diese Regeln, die Einhaltung dieser Regeln prüfen. Und die Miner haben auch eine Chronistenfunktion. Das heißt, sie bestimmen, welche Transaktion wirklich passiert und auch wann. Das heißt, wenn ich jetzt knausrig bin und wenig Transaktionsgebühren gebe und es gibt viele andere, die viel, viel, viel mehr Geld geben, dann passiert meine Transaktion irgendwann später, morgen, nächste Woche, nächstes Jahr.
So, ich hatte es schon ein bisschen erwähnt, es gibt im Prinzip drei Gruppen bei Blockchain-Ökosystemen. Das muss man wissen, weil manche immer behaupten, die Miner bestimmen alles und das ist eigentlich Quatsch. Es gibt ein Gleichgewicht von drei Gruppen. Es gibt die Entwickler, die entscheiden über die Regeln. Es gibt die Miner, die entscheiden über die Historie. Und die dritte Gruppe, das sind die Käufer, Verkäufer, Spekulanten, die Zahlungsdienstleister, aber auch die Kryptobörsen, die entscheiden über den Preis. So, und bei Mining, das will ich nur kurz streifen und nicht lange drüber hinweggehen. Da kann man unterscheiden zwischen Solo-Mining und Mining-Pools. Das heißt Solo-Mining, ich mine alleine mit meinem Rechner, mit meiner Grafikkarte oder mit meinem Mining-Rig, also so ein spezielles Mining-Gerät. Oder die andere Variante ist, ich schließe mich einem Pool an, kriege von denen Mining-Aufgaben und wenn ein anderer aus dem Pool einen Block gefunden hat, dann kriege ich entsprechend meines Arbeitsanteils an diesem Pool einen bestimmten Prozentsatz. So, bei Bitcoin ist aufgrund des Proof of Work, muss man auch sagen, der viel Strom verbraucht. Und der Stromverbrauch, sage ich immer, ist die Sicherheit von Bitcoin. Und aufgrund dieses Proof of Work ist Bitcoin das sicherste Netzwerk. Das kann man nicht so ohne weiteres hacken und das hat auch bisher noch keiner gehackt. Und ich bräuchte halt mehr als die bisherige Mining-Leistung, um dem Netzwerk meinen Willen aufzuschwingen oder aufzudrücken. Und Bitcoin ist auch, und gerade jetzt aufgrund dieser Geldmengenerweiterungspolitik, dass die Anzahl neuer Bitcoins alle 4 Jahre halbiert werden, dass nur alle 10 Minuten ein paar neue dazukommen. Aktuell sind es 6,25, die alle 10 Minuten dazukommen. So entsprechend dieser Geldmengenerweiterung haben viele Leute mal versucht, das mit Gold und mit anderen Sachwerten zu vergleichen. Und wenn man da dieses Stock-to-Flow-Ratio hernimmt, dann ist Bitcoin so hart wie Gold. Das ist aber, denke ich mal, auch ein Thema für einen künftigeren Podcast. Ich habe das auch in meinem Buch erklärt, wie das auch dazu gekommen ist. Da gab es auch eine Historie. Ganz kurz noch zum Mining. Es gibt Mining, also das Mining als solches passiert in Proof of Work Blockchains. Der prominenteste und erfolgreichste Vertreter ist Bitcoin, Abkürzung ist BTC. Und es gibt sogenannte geforkte Blockchain. Fork ist ein altdeutsches Wort, wird von den Angelsachsen für Gabel verwendet. Das heißt, die Bitcoin-Blockchain teilt sich, die Miner teilen sich in eine Gruppe, die alte Blockchain weiter minen. Und es gibt eine andere Gruppe, die sagt, nee, wir machen jetzt die alte Blockchain weiter, aber mit neuen Regeln. Und da sind halt verschiedene Kryptowährungen entstanden, wie Bitcoin Cash, Bitcoin SV, also ich sage immer Bitcoin Sportverein dafür, heißt aber Satoshi Vision. Und dann Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond. Und je später diese Bitcoins sich geforkt haben, umso weniger Wert haben die eigentlich. Es gibt andere Forks, wo halt die Software von Bitcoin adaptiert und ein bisschen angepasst wurde. Ein prominentester alter Fork ist Litecoin. Litecoin hat früher immer gesagt, Bitcoin ist das Gold und wir sind das Silber. Ein sehr bekannter, den ich auch gut finde, ist Dash. Die haben zum Beispiel auch eine DAO, kommen wir auch nochmal irgendwann in einem späteren Podcast drauf zu sprechen. Und Monero ist auch eine Proof of Work Blockchain, allerdings mit sehr, sehr viel Privatsphäre. So, das zum Thema Mining. Das nächste Thema ist Staking, weil der Hintergrund oder die Kritik bei Mining, oh, das verbraucht ja so viel Energie und so viel für Dänemark, Norwegen oder keine Ahnung, wie viel. Google verbraucht übrigens auch viel Energie. So, und deswegen haben sich einige Leute Gedanken gemacht, kann man da irgendwie einen anderen Mechanismus finden, um Leuten die Möglichkeit zu geben, neue Blöcke zu kreieren. Und da kann man halt auf Staking und beim Staking gelten im Wesentlichen die gleichen Kriterien wie bei Mining, bloß dass ich statt Arbeitsbeweis wie bei Mining muss ich halt eine bestimmte Geldmenge vorweisen. Also es sind quasi wie Lotterielose. Umso mehr Lotterielose ich habe, umso mehr Geld ich habe,
umso mehr Chancen habe ich, den nächsten Block zu meinen und logischerweise die neuen Münzen und die Transaktionsgebühren einzuheimsen. Und dieses Staking ist natürlich auch diese Idee, was anderes zu machen als Proof of Work, ist Basis vieler weiterer Proofs, Proof of Importance, Proof of Relevance und weiß der Kuckuck noch was alles. Und ergänzend... Aber wesentlich ist auch hier wieder ein bisschen Ungerechtigkeit drin, wo viel Geld ist, kommt meistens auch noch wieder noch ein bisschen mehr. Also so ein richtig demokratischer Algorithmus ist das noch, Konsensus-Algorithmus noch nicht, aber vielleicht gibt es ja was Neues. Mach ruhig mal weiter, vielleicht gibt es ja noch was anderes. Ja, da gibt es schon einige interessante Mechanismen, die dann auch versuchen, mehr mehr Demokratie mit reinzubringen, aber das sind alles interessante Sachen, aber da hat sich noch nichts so im Wesentlichen durchgesetzt. Proof of Stake ist ja auch das, was Ethereum versucht mit einzuführen. Und da muss man halt überlegen, wird das parallel zur Hauptblockchain auf Seitenblockchains passieren oder wird das komplette Protokoll umgestellt und so weiter. Ich denke mal, da werden wir auch im künftigen Podcast noch mal ein bisschen mehr drüber reden mit dem Verursacher und Kreierer der DAO bei Ethereum. So, und was aber in den Ethereum-Blockchains, also in diesen Testnetzwerken, was auch im Bitcoin-Testnetzwerk ähnlich ist, dort gibt es den Proof of Authority. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht demokratisch, sondern es gibt einige Autoritäten, die sich entweder selbst ernannt haben, es sind ja Testnetzwerke, oder die halt, überredet wurden von Nutzern, mach doch mal. Und diese Autoritäten kreieren quasi neue Blöcke. Das sind teilweise Unis oder halt auch Unternehmen, die im Hauptökosystem, also speziell bei Ethereum, viel neue Produkte reinbringen wollen und die erstmal in der Testumgebung testen wollen und müssen. Und solche Merkmale kommen aber auch im Public Net, aber meistens im Public Internet, meistens als Permission Blockchain zum Einsatz. Ein Beispiel ist zum Beispiel Energy Web Foundation, die einen Proof of Authority Mechanismus hat, aber trotzdem public ist. Mhm. Und wo man dann mit den Services, die anbieten, nämlich Renewable Energy, Energiezertifikate, Energiezertifikatstrading, doch schon weltweit einige gute Services, ich sag mal, nutzen kann. Das ist richtig, aber das sind dann wieder zentrale Blockchains, weil eine Blockchain muss nicht unbedingt dezentral sein, die wird dann zentral sein. Und das hat dann aber wenig mit Krypto und mit Kryptowährung zu tun. So, also das ist auch wieder so. Wir haben einen Token, du musst dein Onboarding mit Ethereum bezahlen, wenn du dich neu registrierst. Und dann haben die auch einen Token, der wird auch gehandelt. Das ist der Energy Web Token. Glaube ich, so Ranking 100, mittlerweile so 11, 12, den kannst du auch offiziell handeln. Also das ist schon möglich. Aber ich bin dann wieder in einem zentral gesteuerten System. Ich kann auch zu meiner Bank gehen, weil dann brauche ich nicht... Das zentrale Governance-Modell der Teilnehmer. Derzeit sind das über 50 verschiedene Teilnehmer und die handeln, mehr oder weniger demokratisch oder genossenschaftlich ein solches Governance-System dann aus, aber es ist ein Beispiel und man muss schauen. Ja, da stimme ich dazu. Es ist auch das genossenschaftliche Modell ist natürlich auch interessant, aber es ist halt nicht voll zentral. Das ist dann wieder diese Mittelding mit verteilt, würde ich dann vielleicht auch sagen, wo die Entscheidungshoheiten verteilt sind. So, und bei Ethereum gibt es, wie gesagt, mehrere Testnetzwerke, Ropen und wie sie alle heißen, die halt quasi, da ist ja das Ziel, dass ich bestimmte Smart Contracts und bestimmte Sachen schnell testen kann. Und da geht es ja nicht um große Werte, die da hin und her geschoben werden. Ne, die heißen Robson, Coban, Gurley oder jetzt für Ethereum 2.0 noch ein bisschen anders, aber... Gut. Ja, dann gibt es natürlich noch was anderes. Wie redet denn eine solche Blockchain mit der Außenwelt? Ja, und da gibt es dann was Ominöses, weil das Problem ist ja, die Miner, die sind ja eigentlich blind, die sehen nur in ihrem Ökosystem, also innerhalb der Ethereum-Blockchain, innerhalb der Bitcoin-Blockchain, innerhalb der Dash-Blockchain.
und irgendwelche Sachen, die außerhalb passieren, können die halt nicht wahrnehmen. Und dafür gibt es sogenannte Orakel, ist von dem Orakel von Delphi abgeleitet. Und die Orakel erlauben einfach einen Blick durch ein Fenster in eine andere Welt, auf eine ökosystemfremde Daten, auf ökosystemfremde Umgebung. Der Punkt ist aber auch, ein Orakel, also irgendjemand kann man nicht richtig vertrauen. Der kann mir ja auch irgendwas vorgaukeln, weil er irgendwelche eigenen Ziele verfolgt. Das ist nicht wie ein Fenster in einem Haus, sondern ich habe einen Monitor statt ein Fenster. Und an dem Monitor muss ich jetzt nicht das sehen, wenn da jetzt ein Loch in der Wand wäre, sondern es kann mir auch jemand anders da irgendwie was vorgaukeln. So, und da gibt es, aber Hintergrund oder Ziel dieser Orakel ist, dass die Miner und Knotenrechner, die halt bestimmte Daten brauchen oder die Smart Contracts, dass die alle auf dieselben Daten zugreifen können und somit in den Blocks und in den Transaktionen zu den gleichen Ergebnissen kommen. Also Beispiel, ich habe einen Versicherungsvertrag und über die Blockchain geschlossen. Das heißt, ich will morgen mit der Lufthansa von Stuttgart nach Dresden fliegen, weil ich Ralf dich besuchen will. So, und ich habe jetzt einen Smart Contract oder einen Versicherungsvertrag abgeschlossen. Wenn der Flieger mehr als eine halbe Stunde Verspätung hat, kriege ich 100 Euro. So, und wie soll jetzt dieser Smart Contract, der nicht aus der Blockchain rausgucken kann, wissen, ob der Flug von der Lufthansa pünktlich ging oder nicht? Und dafür bedient sich das Blockchain-Ökosystem eines Orakels oder auch mehrere Orakel, um das Ergebnis zurückzubekommen, ist der Flug mit weniger als einer halben Stunde Verspätung passiert oder hat er mehr als eine halbe Stunde Verspätung gehabt oder ist er gar nicht geflogen? Und wenn er gar nicht geflogen ist oder mehr als eine halbe Stunde, kriege ich halt automatisch von dem Smart Contract, ohne dass ich was tun muss, meine 100 Dollar in Ether oder in DAI überwiesen. So, und bei den Orakeln ist es auch so, dass man die grob unterscheiden kann in maschinengesteuerte Orakel, die entweder auf Software- oder auf Hardwarebasis funktionieren oder die sozial gesteuert sind. Also, dass da Menschen dahinter sind oder Menschengruppen. Und es gibt da auch verschiedene Mechanismen zur Integritätsprüfung von Orakeln, sogenannte Orakelpools, dass ich halt beispielsweise drei Orakel befrage und da müssen zwei die gleiche Auskunft mir geben und dann verwende ich die. Und das Interessante auch, es gibt da schon Marktplätze. Entschuldigung, es gibt schon Marktplätze für Orakel und Orakeldaten. Und da gibt es auch eine Blockchain, Gnosis, oder gab es schon. Aktuell ist die jetzt auch nicht mehr so im Hype, aber durch die zunehmende Verwendung von DeFi, gerade auf Ethereum, ist das Thema Orakel ein sehr gutes und sehr wichtiges Geschäftsmodell und ein wichtiger Bereich. Ich glaube, die wichtigste Chain, die wir haben, die Oracles bereitstellt und die auch sehr erfolgreich, nämlich unter den Top 10 der Kryptowährung ist Chainlink. Chainlink hat eine eigene Chain und das ist eigentlich die Chain für Oracles, die dann auch für unterschiedliche Interoperabilitäten zwischen unterschiedlichen Blockchains sorgt. Und dazu werden wir auch im Blockchain Meetup 6 beim nächsten Meetup einen Chainlink-Node-Betreiber haben, die Deutsche Telekom. Und wird auch sehr interessant. Lade ich euch ein, nehmt teil. Aber mal zurück. Das ist am 7. April, richtig? Ja, das ist am 7. April, 19 Uhr, zu finden, Blockchain Meetup 6 auf meetup.com. Und aber kommen wir mal zurück. Und im Jahr 2021. Aber die Frage ist jetzt natürlich klar, das Chainlink ist ein Rest Neues. Was heißt Neues? Wie lange sind sie jetzt am Markt? 2 Jahre, ne? 2017 ist das White Paper erschienen und die sind jetzt gut 2,5 Jahre mit der Chain am Markt und sind unter den Top 10. Und, wie dezentral sind die denn? Die sind schon sehr dezentral. Die haben unheimlich viele Notbetreiber. Die Frage ist natürlich, wir alle sind ja da einer Meinung, ein Jahr in Krypto ist wie 10 Jahre in der normalen Welt.
So, und die Frage ist natürlich, wie sieht es in 2 Jahren aus? Wer ist da die Top-Plattform für Oracle und so, ne? Aber danke für den Einwurf, Ralf. Dann gebe ich mal das Wort wieder an den Mario, der war jetzt ein bisschen zu lange ruhig. Ja, ich wollte dem Ralf jetzt, also Chainlink ist mir immer so ein Dorn im Auge, deswegen habe ich lieber den Mund gehalten, aber ich rede jetzt lieber wieder bei Dezentralen mit, Ja, ich erzähl mal, rede lieber warum? weiter. Nee, Warum? es ist, mir ist das alles ein bisschen zu dezentral bei Chainlink und da ist auch, da passiert ziemlich viel, die Ersteller von Chainlink, die verkaufen ganz schön viele ihrer Token und aber das ist alles ein ganz anderes Thema, da können wir gerne nochmal zu einem Stammtisch miteinander drüber reden vielleicht. Das gehört jetzt gerade nicht hierher. Deswegen bin ich lieber ruhig geblieben. Okay. Dann erzähl mal ein bisschen was zum dezentralen Treden. Also Treden ist ja ein anderes Wort für Handeln. Ja, genau. Also Da mache ich mal gerne weiter. Dezentrales Traden, das haben wir vorhin schon mal angesprochen. Das ist eines der Dinger, die auch halt in DeFi jetzt möglich sind. Das zum Beispiel habe ich ein paar Mal schon gemacht. Das macht eigentlich mittlerweile schon ganz schön Spaß. Das ist dezentrales Traden auf einer DEX, auf einer sogenannten. Eine DEX, das ist das genaue Gegenteil, was wir vorhin schon gesagt haben, einer ZEX, also sogenannte eine zentrale Börse, steht jetzt nun dieser neuen dezentralen Börse gegenüber. Und auch hier, wie wir schon gesagt haben, die Hauptgründe für DeFi, wir haben eben in einer dezentralen Börse keine Abhängigkeit mehr von einer einzelnen Entität. Wir alle haben bestimmt schon mal von Mt. Gox gehört. Eine große zentrale Börse, die 2016, 18, bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden nee, Fall das war war es noch früher, es war noch 2014, früher. 13, 14 oder so. Es war 13, 14 auf, ganz in oder den Anfängen von Bitcoin. genau, also zentrale Börsen in Krypto haben immer so, dass es ist nur eine Zeit, es dauert immer nur ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer, bis die entweder mit den Assets ihrer Kunden verschwinden oder gehackt werden. Cryptopia, nur ein Beispiel, was eine neuseeländische Börse, die vor 3 Jahren auch gehackt wurde, da ist auch einiges verloren gegangen. Kann bei einer dezentralen Börse nicht passieren. Denn wir haben bei einer dezentralen Börse nicht die Notwendigkeit, die Hoheit über unsere Token an den Börsenbetreiber abzugeben, sondern wenn wir auf einer dezentralen Börse handeln, dann handeln wir aus unserer Wallet heraus. Die Token verlassen nie unsere Hoheit, es sei denn, wir verkaufen sie natürlich. Aber dafür bekommen wir ja andere Token, die auch direkt wieder in unsere Wallet gehen. Warte mal kurz, Nachteil, vielleicht ja, sollten wir noch gerne. für die neuen Zuhörer den Begriff Wallet erklären. Das möchte ich kurz machen. Und zwar habe ich es in meinem Buch auch erklärt. Eine Wallet ist nicht ein Portemonnaie oder eine Brieftasche. Eine Wallet ist eigentlich ein Schlüsselbund. Das ist die richtige Übersetzung, weil mit der Wallet verwalte ich meine privaten Schlüssel, um meine Bitcoin, meine Ethereum, meine Token in der Blockchain aufschließen zu können und zu transferieren. Und eine Wallet ist auch ein Blockchain-Browser. Das heißt, mit einer Wallet kann ich schauen in der Blockchain, welche Werte liegen auf meinen Adressen. Das ist besonders bei Ethereum wichtig, weil da natürlich öfters mal durch irgendwelche sogenannten Airdrops, also sind so Geschenke von Tokenbetreibern an die Welt, dann kriege ich halt da eine wundersame Token Anzahl einfach in meine Wallet rein oder beziehungsweise auf meine Adressen und mit der Wallet sehe ich die dann. Aber erzähl mal ein bisschen noch zu den Beispielen für dezentrale Börsen, Englisch Ja, EEX, DEX. was ich noch gerne dazu sagen wollte, das ist jetzt in den letzten Wochen, also ich bewege mich ja viel auf Ethereum, ist in den letzten Wochen und letzten Monaten, es ist sehr teuer, auf dezentralen Börsen zu traden zurzeit. Denn jeder Trade, also jeder Handel mit einer dezentralen Börse ist eine Transaktion auf der Ethereum-Blockchain oder einer der anderen Blockchains, die wir schon genannt haben, und kostet alles Transaktionsgebühren. Und je mehr Leute Transaktionen auf Ethereum durchführen wollen, desto teurer wird es für alle Beteiligten und das treibt natürlich die Preise nach oben. Und exakt deswegen gibt es auch so viele verschiedene Chains, die es anders versuchen als Ethereum. Binance Chain,
ist sehr, hat sehr billige Transaktionen, die haben aber auch nur 21 Nodes. Kann jeder sich selber entscheiden, ob das noch was mit DEX oder mit DEX-Trading zu tun hat. Also sprich, der Nachteil hoher Transaktionsgebühren bei gesteigerter Netzwerkauslastung bei diesen dezentralen Traden ist immer da, bis es irgendwo gelöst wurde, das sogenannte Scaling-Problem. Also die Chains müssen skalieren und wenn wir das geschafft haben, dann wird vielleicht auch das DEX-Trading genauso günstig oder sogar noch günstiger als bei einem Broker. Vielleicht also noch eine kurze Ergänzung. Broker. Ja. Mit Chain meinst du Blockchain, also Blockkette. Blockchain. Und ja. Ein Grund natürlich auch, eine hohe Transaktionsgebühr zu bezahlen bei einer dezentralen Börse ist, ich will ja ein Token oder Ethereum oder was auch immer, will ich ja tauschen. Und der Preis, gegen den ich jetzt tausche, der gilt jetzt aktuell. Und wenn ich da aber zu knausrig bin mit meinen Transaktionsgebühren, dann verändert sich der Preis und ich kriege unter Umständen den Tausch nicht mehr hin. Das heißt, das Geld kommt wieder zurück, aber trotzdem habe ich halt ein bisschen Transaktionsgebühren bezahlt. Genau. Oder ich habe einen schlechteren Preis. Ich glaube, da werden wir auch nochmal ein bisschen was genau. In dieser Richtung zeigen. Muss ich hier nochmal sagen, das Problem ist ja, ich meine, wenn man über einen Broker in Deutschland, zum Beispiel an der New York Stock Exchange, man arbeitet ja meistens, wer sich mit Traden ein bisschen auskennt, meistens mit Limit Orders. Das dezentrale Traden zurzeit passiert oft, ist halt meistens eine Market Buy Order oder eine Market Sell Order, die man durchführt. Es gibt schon auch andere DEXs, die fangen schon an, dass man auch Limit Orders setzen kann, aber auch das habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, habe es auch selber noch nicht benutzt, aber man sieht, es kommt immer mehr aus dem alten Bereich des Finanzmarktes in den DeFi-Space und mal schauen, wie lange das noch dauert, dass man auch ordentlich Limit Orders setzen können. Nachdem wir jetzt aber über das dezentrale Trading schon lange geredet haben und fast über eine Stunde schon hier euch im Ohr sitzen, nenne ich euch noch ganz kurz Beispiele für solche neuen dezentralen Börsen. Uniswap zum Beispiel ist jetzt nicht mehr so neu, gibt es eigentlich nach meinem Wissen schon seit 2018, ist aber erst jetzt im letzten Jahr so richtig heiß geworden. SushiSwap, letztes Jahr ein direkter Klon von Uniswap, aber jetzt auch schon ganz schön groß mittlerweile. Und dann hat der Tor mir noch was von der Börse erzählt. Die kannte ich bisher noch nicht. Tor, bitte. Ja, es gibt noch eine andere Kryptobörse, BISC. Da muss man sich allerdings eine Software installieren. Der Vorteil von BISC ist aber auch, dass ich dort Fiat, also Euro, gegen Monero, gegen Bitcoin tauschen kann. Die Liquidität dort ist natürlich gering, aber es ist auch eine dezentrale Börse. Und ist quasi in meinen Augen und nach meiner Kenntnis einer der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Börse, wo ich dann Euro gegen Bitcoin beispielsweise auch tauschen kann. Das muss ich mir mal angucken. Das klingt gut. Ja, so, es gibt dann auch noch die sogenannten Metadex, also wie es Meta-Suchmaschinen gibt, die quasi andere Suchmaschinen befragen und mir aus diesen Ergebnissen dieser anderen Suchmaschinen eine andere strukturierte Liste quasi präsentieren, gibt es auch eine Metadex. Und der Sergei, der einer der Gründer von OneInch ist, OneInch ist einer dieser Metadex. Er mag immer den Begriff Aggregatoren. Und ja. Also weil er natürlich was macht so eine Metadex? Die Metadex befragt andere dezentrale Börsen. Ich will jetzt von mir aus Ethereum in DAI tauschen. Welches Volumen und welchen Preis könnt ihr mir quasi gewährleisten? Und dann versucht diese OneInch mein Volumen auf verschiedene Börsen aufzuteilen, damit ich den besten Preis habe. Es kann auch sein, dass mein komplettes Volumen über eine Börse geht. Das heißt, ich muss mich dann nicht mit Preisvergleichen rumschlagen. Das ist ähnlich so wie auch im Flugbereich, wo es halt verschiedene Anbieter gibt, die mir bei verschiedenen Fluggesellschaften, bei verschiedenen anderen Tourismusanbietern Flüge anbieten. Und da ist es ja so, dass wir im nächsten Podcast den Sergei von OneInch haben. Und da werden wir über dieses Thema mal ein bisschen detaillierter reden und auch über die anderen dezentralen Börsen, was er davon hält und wie es überhaupt zu seiner Idee mit
mit der MetaDex oder mit dem DEX-Aggregator gekommen ist. So, Probleme und Risiken. Genau. Dann erzähl du auch mal, da sind wieder ein paar Begriffe, denke ich mal, kommen uns da auf uns zu. Aber fang mal an, Mario. Ja, natürlich. Alles, was mit Geld zu tun hat oder alles im Internet hat natürlich auch seine Probleme und seine Risiken. Wir alle haben bestimmt schon von diese Anfang des Jahres war es wieder, da hat einer sein Passwort für seine Bitcoin-Wallet verloren oder vergessen. Ein großes Risiko, man ist seine eigene Bank, das haben wir ja schon gesagt. Wenn man sein Passwort vergessen hat, es hilft einem einfach keiner. Man kann lange drüber schlafen und nachdenken, vielleicht hat man Glück und erinnert sich wieder daran. Aber das ist, als ob man seinen EC-Karten-PIN vergisst, aber es gibt halt niemanden, der einem dabei helfen kann. Denn du bist deine eigene Bank, erinnert euch dran. Schreibt es euch irgendwo ordentlich auf, versteckt es ordentlich. Wenn ihr Krypto macht, sichert euch eure Passwörter. Außerdem eigene Bank, wer eine Transaktion einmal weggeschickt hat an eine falsche Adresse, der wird sein Krypto so schnell nicht wiedersehen, beziehungsweise gar nicht wiedersehen. Denn auch hier gibt es kein SWIFT-Protokoll wie im normalen Bankverkehr, wo man mal schnell irgendwas zurückrollen kann oder wo einem die Bank helfen kann, falsch geschickte Transaktionen zurückzuholen. Passt auf, dass ihr die Adressen ordentlich aufschreibt. Aber auch dafür gibt es schon Möglichkeiten mittlerweile über sogenannte Ethereum Naming Services, zumindest auf Ethereum, dass Wallet-Adressen zum Beispiel Namen zugeordnet werden. Das kann man bestimmt auch nochmal einen Podcast drüber machen. Dann schickt man nicht mehr an so einen kryptografischen Code die Adresse, sondern an abc.eth zum Beispiel. Das ist auch in anderen Ökosystemen, also bei NEM kenne ich das und ich glaube auch bei BitShares oder so, wenn mir jetzt nicht... Bei Ethereum ist es das auch, das sind die sogenannten Ethereum Naming Services, aber dadurch bist du natürlich auflösbar. Da muss man auch wieder schauen, wie die Privacy damit ist, aber ist eine eigene Welt nochmal, ist einen eigenen Podcast wert. So ist es. Auch ein sehr, sehr, sehr weites Thema und sehr interessant. Da passiert auch, wir könnten uns tagelang hier unterhalten, aber wir machen weiter. Wir haben es gehört, Smart Contracts, alles irgendwas mit Code. Also auch hier, man kann gehackt werden, man kann exploited werden, die Smart Contracts selber. Also die Protokolle können von Hackern ausgenutzt werden. Alles, was im Internet ist und was gehackt werden kann, wird auch irgendwann gehackt werden. Das kann man sich schon mal merken. Es dauert halt manchmal einfach nur ein bisschen länger. Ein kurzer Einwurf. Ralf, du hast vorhin Privacy gesagt. Mit Privacy meinst du Privatsphäre, ne? Ja. Und Mario, vielleicht kannst du mal kurz auch für die Zuhörer, die jetzt noch nicht so im Krypto- oder im EDV-Bereich so gut unterwegs sind, den Unterschied zwischen einem Hack und einem Exploit erklären. Puh. Ja, also ein Hack ist ein Hack eines Smart Contracts ist zum Beispiel, ich fange mal lieber mit einem Exploit an. Exploit ist in meinen Augen, wenn der Smart Contract etwas eingebaut hat von den Programmierern, was so nicht vorgesehen ist, was der macht, obwohl er das nicht soll. Und die Programmierer haben das zum Beispiel übersehen. Also das werdet ihr hoffentlich noch mit dem Kreierer der DAO besprechen, denn das war ja ein Exploit am Ende. Da wurde sozusagen, das könnte man Ausnutzung dazu sagen. Also der Code wurde ausgenutzt, um etwas zu machen, was so eigentlich nicht vorgesehen war, aber der Code hat die Möglichkeit gegeben dafür. Sei es jetzt die Sachen an irgendjemanden zu schicken, der das nicht vorgesehen hat, oder Token zu erstellen aus dem Kontrakt heraus. Irgendwie wird es ausgenutzt, der Code, genau. Und ein Hack, ja, würde ich jetzt, Smart Contracts selber wären, glaube ich, eher öfter exploited als gehackt. Gehackt ist hier dann eher, Börsen werden öfter gehackt, also zentrale Börsen werden gehackt oder man selber ist ja auch, da man seine eigene Bank ist, oft Einfallstor für Hacker oder für wie nennt sich das, die Social Engineers und so weiter, die versuchen Fischer. Einen dann sozusagen,
Die Fischer, genau. Die nicht die Fische fischen, sondern mit pH geschrieben werden. Genau, die mit dem pH. Aber genau. Richtig, ja, ich würde sagen, also gehackt werden, also wie auch immer, werden halt Endgeräte, also mein Telefon, mein Computer oder ich mit irgendeiner Drittsoftware. Und über ja. diese Drittsoftware wird dann halt irgendwo versucht, in eine vierte Software reinzugucken oder auf Daten auf meinem Rechner oder was auch immer. Genau. Vielleicht kann man so den Unterschied mal definieren, außer es hat jemand noch eine bessere Definition, dann kann er uns natürlich gerne auch eine E-Mail schicken und dann können wir die in einem künftigen Podcast dann auch mal zum Besten geben. Aber es gibt ja noch so weitere, gibt es ja garantiert auch wieder tolle Begriffe, die... Zwei tolle Begriffe, genau, sogenannte Rugpulls, also Teppich, da werden Investoren die Teppiche unter den Füßen weggezogen. Das sind im Prinzip nach meinem Dafürdenken, wenn man jetzt so ein Liquiditätsprotokoll, über das wir vorhin gesprochen haben, oder so ein Farming-Protokoll haben, und das sind diejenigen, die das Protokoll erstellt haben, das sind die Kriminellen. Also sprich, die haben einen Smart Contract geschrieben und die Leute prüfen es nicht nach, die Nutzer dieses Protokolls. Die schauen nicht in den Code rein, weil die meisten sind nur geil aufs Geld und die haben auch keine Ahnung, wie es funktioniert. Die werfen das Geld in das Protokoll herein und die Ersteller des Protokolls exploiten dann ihr eigenes Protokoll und klauen aus dem Protokoll den Nutzern ihr Geld heraus und verschwinden. In der Anonymität, weil vieles passiert anonym bei DeFi. Die Programmierer der großen Protokolle sind meistens anonym. Und wenn man da so ein kleines Protokoll aufgesetzt hat, was einem Nutzer zum Beispiel 100.000% Rendite im Jahr verspricht, dann kommen natürlich alle und werfen einen mit Geld zu. Und hat man dann so seine 3, 4, 5 Millionen Dollar zusammen, dann exploitet man seinen eigenen Contract, sein eigenes Protokoll, denn man kennt den Code ja selber am besten, nimmt sich das Geld der Nutzer und verschwindet einfach für immer auf Nimmerwiedersehen. Ich habe da Summen gesehen, also passt auf, Leute. Glaubt nicht alles ist Gold, was glänzt. Und auch beim dezentralen Traden, hier ein schöner neuer Begriff des sogenannten Frontrunnings. Da ich ja, wie gesagt, schon, ich habe ja schon gesagt, jeder dezentrale Trade ist zurzeit, oder die Großteil der dezentralen Trades sind Market Orders. Gebe ich jetzt die Transaktion in die Blockchain, dass ich einen Token kaufen möchte und passe nicht und da gibt es Programmierer, die beobachten sozusagen die Transaktion, denn wir haben gesagt, alles ist öffentlich, also jeder sieht, dass meine Wallet einen Token zu einem bestimmten Preis kaufen möchte. Gibt es gewiefte Programmierer, die sich vor meine Transaktionen noch setzen können und den Token vor mir noch kaufen können? Dadurch bewegt der Kauf des Programmierers, bewegt den Preis von dem Token, den ich kaufen möchte, nach oben, bevor ich ihn kaufen konnte. Ich kaufe also zum höheren Preis und nach meinem Kauf würde dann der Bot des Programmierers direkt die Token wieder verkaufen und mir im Prinzip Geld stehlen dadurch. Er klaut es mir nicht aus meiner Brieftasche heraus, aber dadurch, dass ich den zu einem höheren Preis kaufe und der Preis danach direkt wieder sinkt, weil ja der Frontrunning-Bot, wie man das dann nennt, den Token schon wieder verkauft habe, habe ich dann schon Prozente verloren, obwohl ich ja gerade erst den Token gekauft habe. Und jetzt nochmal Erpressung, habe ich auch schon gesagt, also wer sich in diesem Space bewegt, der sollte nicht so sehr hausieren gehen damit. Dass er Kryptos besitzt. Genau, wer Kryptos besitzt oder wer viele Kryptos besitzt, behaltet es für euch. Es gibt viele, ich habe von vielen Leuten schon gelesen, die wurden erpresst oder es gab einen Fall von einem russischen Kryptobenutzer, der wurde bis nach Hause verfolgt und mit Waffen wurde ihm sein Krypto entzogen. Also macht's, spielt rum, behaltet es für euch. Viel Erfolg. Genau. Jetzt, nachdem wir die Risiken besprochen haben, natürlich noch ganz kurz, wie fängt man eigentlich an? Wie fängt man an und was braucht man? Was braucht man in erster Linie? Blockchains sind alle im Internet. Man braucht natürlich eine funktionierende und stabile Internetverbindung. Wenn man jetzt DeFi machen möchte, dann braucht man natürlich auch etwas Kapital. Hier in Form von Kryptowährungen, hat man ja schon gesagt, zum Beispiel Ethereum oder Bitcoin. Und ganz wichtig, um irgendwas mit DeFi zu machen, man braucht eine Wallet.
Und hier empfehle ich für den Browser, also wieder, der Thor hat es ja schon gesagt, aber wir brauchen eine Wallet-Anwendung. Im Browser empfehle ich dafür MetaMask. Und wenn man mobil nur mal ein bisschen spielen möchte, wirklich. Ich habe das Gefühl, ich habe ein bisschen zu viel Angst geschürt. Aber wenn man ein bisschen spielen möchte, eine mobile Wallet, die nennt sich Argent, dort kann man ein bisschen Ethereum draufschicken und schon mit seinem Handy sich ein Bankkonto eröffnen und anfangen, sein Krypto zu verleihen. Das macht Spaß. Ergänzung. Argent schreibt man wie Agent. Argent. A-R-G-E-N-T. Genau. Argent.xyz. Da findet man die Wallet aufs Handy. Man gibt seine Handynummer an und hat ein Bankkonto auf dem Handy. Total cool. Also ich finde es cool. Aber natürlich braucht man auch wahnsinnig viel Zeit. Man muss wahnsinnig viel Nachforschung betreiben. Und die Routine kommt mit der Praxis. Je mehr man und je länger man das macht, desto mehr Erfahrung kriegt man natürlich. Am Anfang ist alles noch ein bisschen fitzlig. Traut euch. Macht kleine Beträge. Es ist die Zukunft. Spielt ein bisschen damit. Wer große Gewinne natürlich generieren möchte, der muss ziemlich risikoaffin sein. Also eine gesteigerte Risikoaffinität zahlt sich auch aus. Denn diese großen Gewinne sind nur dadurch möglich, dass noch nicht jeder teilnimmt. Also diese, was ich gesagt habe, bei dem Borrowing and Lending, die 0-10%. Wenn jeder mitmacht, werden auch diese Zinsen sinken. Wer als erstes mitmacht, holt sich die dicksten Würmer sozusagen. Genau. Ja. Das war also, dann so mein Teil zu DeFi. Also macht mit, heißt das. Probiert es mal aus. Ich meine, nach meinem Dafürdenken ist es irgendwann, macht es eh jeder. Es kriegt halt nur nicht mehr jeder mit, dass er es macht. Also dieses System wird irgendwann bestimmt so integriert sein in Handy-Wallets und in Wallets von Banken, dass man gar nicht mehr checkt, dass es DeFi ist. Wer jetzt mitmacht, für den gibt es Möglichkeiten, sagen wir es mal so. Vielleicht auch eine Ergänzung noch kurz mit, ich werde oder Mario und ich, wir werden zusammen noch zum Podcast eine parallele Reihe aufsetzen, wo wir so verschiedene Sachen mal vorstellen, wo wir MetaMask mal vorstellen, wo wir auch das Argent mal zeigen, welche Möglichkeiten bieten die Software, wo wir auch Webseiten, die über Krypto, also über Ethereum oder auch über Bitcoin informieren, wo wir die vorstellen, angefangen bei CoinMarketCap, CoinGecko, CryptoCompare und was nicht alles. Das heißt, für Leute, die da ein bisschen sich in diesen, er sagt immer Space, der Mario, in diesen Bereich sich reintasten wollen, da werden wir auch per Video einige Hilfestellungen mitgeben. In Ergänzung natürlich zu unserer Podcast-Serie. So, Marco, ich danke dir für deine Ausführung. Das war sehr interessant, was du auch zu DeFi oder DeFi oder wie wir es auch immer nennen wollen, ich sage immer DeFi dazu, mit beigesteuert hast. Sehr gerne. Und dann, weiß nicht, hast du noch was, Ralf? Nein, außer dass wir, ich sag mal, uns freuen, dass uns hoffentlich so viele hören. Sendet uns Feedback auf der Webseite defi.jetzt oder wir haben einen Telegram-Channel und hoffentlich wieder hören und sehen beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Danke, dass ich da sein durfte. Auf Wiedersehen.